Herr Professor Leon, wir versetzen uns in unserer Zeitreise jetzt direkt in den 27. April 1945. Da waren Sie in Moskau. Und da begann etwas, was später für die Entwicklung der späteren DDR doch von nicht unmaßgeblicher Bedeutung war. Wie haben Sie das, was haben Sie in Erinnerung behalten? Ziemlich alles habe ich mir in Erinnerung behalten. Es war ja seit Februar 1945, ich war ja Rundfunksprecher des Senders Freies Deutschland und musste ja immer die Nachrichten senden. Ich war also ganz up to date da und immer näher an die deutsche Reichsgrenze, dann Ostpreußen und dann immer weiter, sodass ich also jetzt schon erlebte, wie das die Rückkehr, eventuelle Rückkehr nach Deutschland. Aber wie immer erfuhr man keine genauen Hinweise, gab es keine genauen Hinweise. Am 27. April wurde ich plötzlich angerufen im Sender, Schabolowka Straße 34, der Sender des Nationalkomitees Freies Deutschland war ja isoliert von allen anderen. Genosse Leonhard, unbedingt nach der Sendung sofort zu Ulbricht kommen, ins Hotel Lux und die Zimmernummer. Und ja, ich kam dann an und im Zimmer von Walter Ulbricht befanden sich vielleicht noch acht, neun Leute, Genossen, die Hälfte kannte ich. Also ich kannte Hans Mahle oder Karl Maron oder sowas, aber die anderen waren für mich neu. Und Ulbricht in seinem gleichmütigen Art sagt, ah, gut, Genosse Leonhard, du bist Mitglied der Gruppe Ulbricht. Wir fahren bald mal nach Deutschland. Mehr nicht. Und dann sollte ich immer Kontakt halten. Und dann wurde man eingekleidet, dann musste man da und da hingehen, dann die Dokumente abgeben, dann bekam man Geld, und zwar doppelt in Rubel für Einkäufe in Russland, Reichsmark für die Situation in Deutschland und amerikanisch gedruckte alliierte Mark für die Benutzung nach Kriegsende. Und dann ging das einfach so weiter. Totale Gleichmütigkeit bei Ulbricht und bis er sagt, also heute Abend werden wir treffen wir uns bei Wilhelm im Hotel Lux. Und Wilhelm Pieck wohnte ganz oben, das war die sogenannte siebte Etage, das waren so die etwas besseren Wohnungen, etwas größeren. Und da waren wir und ich erwartete natürlich jetzt eine lange, typische KP-Arbeitssitzung. Mit allen Details und stundenlang und ständige Wiederholung, aber dem war nicht so. Der letzte Abend in der Sowjetunion war ganz ruhig, gemütlich, freundlich. Wilhelm Pieck sehr zuvorkommend und man unterhielt sich so ein bisschen und dann sagte er, ich erhebe mein Glas auf eure zukünftige Arbeit in Deutschland. Und Ulbricht sofort und auf du, dass du, lieber Wilhelm, auch bald nach Berlin kommst. Und dann tranken wir unseren Stopotschka jeder, ein bisschen feierlich so. Und dann rief Ulbricht, morgen, Nebeneingang Hotel Lux, 6 Uhr früh. Ja, und dann Nebeneingang im Hotel Lux um 6 Uhr früh waren wir dann alle anwesend. Kleiner Autobus und fuhren quer durch Moskau zum Flughafen. Und ich kannte ja nun die Sowjetunion, ich war 10 Jahre in der Sowjetunion. Den Tag verbringe ich im Flughafen, weil man ja einen Einlassschein propos nach dem anderen braucht. Aber ausgerechnet der letzte Tag in der Sowjetunion war anders. Ulbricht zeigte nur ein Dokument, wurde sofort durchgelassen und durch den ganzen Flughafen. So etwas habe ich überhaupt noch nie mir vorstellen können, dass sowas möglich ist. Und dann raus auf das Feld und am Flugfeld ganz nach hinten stand ein Flugzeug. Ich erkannte sofort eine DC-3, ein amerikanisches Flugzeug, eine von den über 5000 Flugzeugen, die während des Zweiten Weltkrieges von den Amerikanern an die Sowjetunion geliefert wurden und seitdem kaum noch erwähnt werden. Die Sowjetunion will ja sagen, dass sie ganz alleine den Krieg gewonnen hat und die Amerikaner wollen ja nicht zugeben, dass sie damals in engsten Beziehungen zur Sowjetunion gestanden sind. Und wir saßen da und es war ruhig, kein Mensch sprach irgendwas und dann ging das Ding los.
Niemand von uns, mit Ausnahme von Ulbricht, wusste, wohin wir überhaupt fliegen und was das Ganze soll. Es wurde uns nichts gesagt. Es ist einer der Wesenszüge des Stalinismus, dass man nie etwas erfährt. Und immer im letzten Moment nur den letzten nächsten kleinen Schritt. Ja, dann fuhren wir ein paar Stunden und dann landeten wir irgendwo. Ich habe erst 40 Jahre später erfahren, wo wir damals gelandet sind. Der Ort hieß Kalawa auf Polnisch, das frühere Kalau, das frühere deutsche Kalau, also südlich von Küstrin. Und dann wurde Ulbricht abgeholt, wir anderen zunächst mit einem Lastwagen weitergefahren, in eine große Kommandantura, die hell erleuchtet war, in Skwierczyna, dem früheren Schwerin, aber nicht natürlich nicht Mecklenburg, sondern das Schwerin in Schlesien. Und da wurden wir, alle standen still und wir wurden also richtig feierlich empfangen, was mir so eigentümlich erschien. Und dann sagte der Kommandant, wir freuen uns, die Ehre zu haben, die deutsche Regierung bei uns zu empfangen. Und also eine peinliche Situation. Hans Mahle fand die richtigen Worte, sagte, also das sind wir nicht. Wir sind so eine Vorausabteilung. Aber danach haben alle Soldaten und Offiziere erst recht geglaubt, dass wir eine neue Regierung sind und es nur nicht sagen wollen. Wir wurden also wunderbar empfangen. Und am nächsten Morgen war der 1. Mai 1945. Und da standen also Autos für jeden von uns, schöne Limousinen, Vorkriegsproduktion natürlich, oder aber auch amerikanische. Und jeder von uns bekam einen Wagen, ein sowjetischer Chauffeur, den Wimpel der sowjetischen Armee, erste belorussische Front, das sind die Truppen unter dem Oberbefehl von Marschall Zhukov. Und ja, und dann tun wir los. Neben einem war ein sowjetischer Begleitoffizier. Die Durchschnittsalter der Gruppe Ulbricht war so zwischen 45 und vielleicht 53, 54. Ich war ja mit 24 Jahren der Jüngste und hatte so ein bisschen noch Spontanität und fragte, ja, wohin fahren wir denn? Wohin geht's denn? Und der guckt mich nur an. Man fragt solches. Man stellt keine solchen Fragen. Guckte ein bisschen ungehalten und sagte, na Sabbat, nach Westen. Mehr erfuhr ich nicht. Tatsächlich waren wir inzwischen schon bis zum Norden nach Küstrin gekommen und dann nach Westen. Und wir fuhren also am 1. Mai 1945 von Küstrin Richtung Berlin, genau auf derselben Route, in der die sowjetische Armee auf Berlin marschierte unter dem Oberbefehl von Marschall Zhukov. Die bekannten Sachen Sonnenburg und dann natürlich die Seeloer Höhen. Bis wir etwa 35 Kilometer an Berlin herankamen, plötzlicher Halt und in einem kleinen schmucken Ort, Bruchmühle, etwa 35 Kilometer östlich von Berlin. Und in Bruchmühle befand sich die politische Hauptverwaltung aller Truppen der ersten belorussischen Front, militärischer Oberbefehl Marschall Zhukov und die politische Hauptverwaltung stand unter Leitung von General Galajew. Und in diesem kleinen Ort verbrachten wir die erste Woche und in diesem Ort befand sich auch die politische Hauptverwaltung der belorussischen Front und die Einwohner von Bruchmühle kamen aus dem Staunen nicht heraus. In den ersten Tagen diese wilden, besoffenen Rotarmisten. Und jetzt laufen da hochgebildete sowjetische Offiziere herum, die alle fließend Deutsch können und also deutsche Literatur studiert haben oder deutsche Geschichte und also sich ausgezeichnet auskennen, akzentfrei Deutsch sprechen und immer höflich sind. Das war allerdings der einzige Ort, in dem das konzentriert aufzufinden war in den ersten Maitagen 1945.